ich habe, ich weiß tatsächlich gar nicht wann, aber vor mehreren Jahren schon, vor 2 Jahren ungefähr, diesen Text bei Beatpunk geschrieben. Und von da geht es wieder nochmal bestimmt ein halbes oder ein Jahr zurück, als ich in den USA war und da auf ein Buch gestoßen bin, was inzwischen auch beim Suhrkamp Verlag übersetzt und veröffentlicht wurde. Und diese Diskussion so gesehen habe und das auch im Alltagsleben in New York ganz omnipräsent war, dass man immer von Hipstern geredet hat. Und ich dachte, das ist irgendwie interessant, das ist ein interessantes Phänomen. Habe mir das Buch gekauft, habe gedacht, das ist, da kann man was draus machen, das Buch ist nicht besonders gut. Und hat deswegen viel Material geboten, um sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich sozusagen in der früheren Version des Textes habe ich Leuten angeboten in Deutschland und habe das als an Konkret geschickt, habe es an die Jungle World geschickt, habe es an die Taz geschickt und die alle haben gesagt, Hipsters verstehen wir irgendwie nicht, das ist so ein amerikanisches Buch, das ist keine Debatte. Und da habe ich mich natürlich geärgert, weil ich dachte, zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben kommen Trends mal bei mir als erstes an und ausgerechnet dann kann man nichts damit machen. Das war frustrierend und habe gedacht, gut, dann mache ich jetzt das war es am Anfang als so ein kleinerer journalistischerer Beitrag geplant und habe gedacht, okay, ich mache da einen größeren Text draus. Habe gelesen und geschrieben, habe das alles gemacht und ich glaube, entweder kurz bevor oder kurz nachdem ich den dann Beatpunk geschickt habe, hat die Jungle World den großen Text über Hipster gebracht, dann gab es sozusagen eine ganz große Mediendebatte in den Wochen vorher, sozusagen in der Endphase des Textes in der Zeit und in der FAZ und in den ganzen Magazinen, wo man jetzt auch sagen würde, und jetzt würde das jeder verstehen, dass das Hipster-Magazine sind. Und da habe ich mich ziemlich geärgert, weil ich dachte, boah, wie gesagt, einmal hatte ich was und da dachten die Leute noch, keine Ahnung, das ist kein Trend. Und das ist so ein bisschen die Geschichte des Textes und der Text wiederum ist dann jetzt nochmal mit Verspätung so ein bisschen rumgegangen und auf dem basiert auch diese Einladung. Und ich habe den Vortrag jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und diesmal habe ich aber so ein bisschen einen anderen Rahmen gewählt, weil ich dachte, wenn ich schon in Chemnitz bin, dann muss man eigentlich über Kraftklub sprechen. Und das ist der Rahmen des Textes und damit geht es jetzt los. Sie wollten nicht nach Berlin. Es war das Jahr 2011, als die Chemnitzer Band Kraftklub mit dem Song Ich will nicht nach Berlin beim Bundesvision Song Contest antrat und zwar nur den 5. Platz belegte, aber dafür schlagartig berühmt wurde. Die Stadt der Moderne, wie sich Chemnitz ja, wie ihr am besten wisst, nennt, hatte endlich etwas vorzuzeigen. Und seitdem gab es Dutzende Artikel, TV-Beiträge über die Band, Rezensionen ihrer Platte. Und neben eigenen Konzerten, wie dem einen ganz großen hier auf dem Dach der Stadthalle, glaube ich, waren die im Vorprogramm von den Ärzten, von Rammstein, von Fettes Brot und von Casper. Also eine deutlich breite Palette. Die, wie ich finde, stilistisch wie musikalisch ostdeutsche Variante von The Hives plus sowas ähnliches wie Sprechgesang schien mit dem Song, den sie damals präsentiert haben, einen Nerv getroffen zu haben. Und das Naheliegendste ist, glaube ich, dass, wenn man nicht in Berlin oder in Hamburg aufgewachsen ist, man natürlich das Phänomen kennt. Das Phänomen, dass Leute weggehen, weil die Provinz drückend ist, weil man irgendwann alle Discos kennt, wenn es denn welche gibt, weil einem der Freundeskreis irgendwann doch zu viel wird oder vielleicht auch einfach, weil man irgendwie mehr sehen und mehr erleben möchte und mehr in Aussicht haben möchte als eine Anstellung im Familienbetrieb. Und ohne Zweifel werden Städte auch deswegen noch grauer und noch bornierter, als sie sowieso schon sind, weil eben Leute weggehen und weil deswegen Sachen, die man irgendwie aufgebaut hat, wieder verfallen, weil die Vorstellung, dass woanders alles möglich ist, sozusagen alles andere verblassen ist. Möglicherweise lag der Grund des Erfolges dieser, wie jemand mal geschrieben hat, Hymne auf die Provinz, aber auch woanders. Kraftklub hatten nämlich in ihrem Text Versatzstücke eines in den letzten Jahren immer präsenter werdenden Diskurses übernommen. Es geht dabei um einen Diskurs, der sich hauptsächlich als
Ressentiment eignet. Ressentiment bedeutet, da geht es sozusagen schwächer als Hass, so etwas wie eine unterdrückte, eine Abneigung, die sich quasi immer punktuell zur Bahn bricht und die aber noch ein bisschen anders auftritt als klassische Vorurteile oder auch so eine klassische Hassstruktur. Und dieses Ressentiment, das richtete sich gegen ein Phantom, was man an allen Ecken und Enden erspäht hat und das andererseits aber niemand sein wollte. Ohne Zweifel ist die Figur, die in dem Kraftklub-Song beschrieben wird, das, was im Alltagsgespräch, im Feuilleton und nicht zu vergessen in Unmengen an Internetmüll unter dem Namen Hipster läuft. Für alle, die den Text gerade nicht parat haben, eine kleine Erinnerung. Da heißt es unter anderem, meine Kleidung unterstreicht meinen Charakter. Und das wird gesagt über jemanden, der aus Böblingen gerade nach Berlin gezogen ist und dort, wie es dann sozusagen ironisch heißt, schon nach 18 Monaten voll angekommen ist. Die Brille ist, wieder Zitat, nicht Vintage, sondern Retro. Er trägt Undercut und Jutebeutel, möchte immer auf die Gästeliste, trinkt gerne Club Mate und mag seinen Kaffee Latte gern mit Sojamilch. Der namenlose Berliner hat außerdem ein Projekt. Er möchte in den Creative-Bereich und möchte auf keinen Fall einen 9-to-5-Job. Er benutzt so etwas Altmodisches wie eine Spiegelreflexkamera und betreibt außerdem einen Fashion-Blog. Die Antwort der coolen Karl-Marx-Städter Jungs ist bekannt. Trotzig heißt es, ich will nicht nach Berlin. Und zwar selbst dann nicht, wenn sie damit ganz allein sind und wenn alle ihre Freunde den Kassberg gegen Kreuzberg eingetauscht haben. Die befreundete Band KIZ hat die Message darin sofort verstanden. Die haben hier auch da mitgespielt auf der Stadthalle und es gab dann diese Red Bull Sound Clash, wo zwei Bands gegeneinander antreten und sich dissen und ärgern. Und da heißt es in dem Lied, was KIZ gemacht hat, was relativ lustig ist, verpisst euch, ihr dürft nicht nach Berlin, hier gibt es kein Begrüßungsgeld. Da heißt es an die Adresse von Kraftklub, ich bin ein Hipster und mache einen Song gegen Hipster. Das vielleicht auffälligste an der ganzen Hipster-Diskussion, zu der inzwischen, wie gesagt, ganz viel gemacht worden ist, man kann das gar nicht alles sammeln und verfolgen, ist, dass wenn man mal von ironischen Initiativen absieht, wie die Hipster-Antifa Neukölln, über die ich jetzt aber nichts sage, dass eigentlich niemand ein Hipster sein möchte. Und trotzdem sind die Leute der Meinung, die sind überall. Was also ist das, worüber Kraftklub da singen? Wofür steht der Hipster gesellschaftlich? Und warum fällt es eigentlich so leicht, über ihn zu lachen? Die These, der ich im Folgenden etwas nachgehen möchte, ist zum einen, dass der gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle und kulturpolitische Hintergrund, der das Phänomen des Hipsters eigentlich erst möglich macht, nicht nur völlig ausgeblendet wird, sondern durch die Rede vom Hipster eigentlich eher verdeckt wird. Und zweitens, und das ist ein bisschen wichtiger, dass wer über die Hipster spottet, eigentlich mehr über sich verrät, als über die vermeintlich anderen. Norman hat es vorhin schon angedeutet. Ich mache jetzt auch erstmal einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Der Begriff Hipster, das ist erstmal relativ leicht zu ersehen, leitet sich von dem Wort Hip ab. Das ist sozusagen, als Hip aufkam, war das ein Gegenbegriff zu Square, also zu Spießer, zu spießig. Und richtig prominent, richtig präsent wurde das eigentlich in der schwarzen amerikanischen Subkultur der 1940er Jahre. Und anders als heute war damals Hipster eine eigene Bezeichnung. Und zwar eine, die ihren Grund hatte in einer gesellschaftlichen Marginalisierung. Die schwarzen Hipster New Yorks hörten Bebop, eine Variante des Jazz, die damals als höchst verstörend galt. Die bildeten einen eigenen Kleidungsstil aus, diese sogenannten Suits. Sie hatten ein für damalige Verhältnisse ziemlich lockere Sexualmoral und da fanden eigene Gesten und eigenen Slang, der von der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht verstanden wurde und auch nicht verstanden werden sollte. Und das wiederum war Anlass, dass diese Subkultur sehr stark romantisiert wurde. Und es gibt einen Text, der darüber spricht und der ist auch sehr bekannt von Norman Mailer, The White Negro, wo es eben darum geht, dass Weiße anfangen, sich diese Codes zuzulegen, sich mit dem so ein bisschen anzugleichen.
Man könnte jetzt auch noch andere Verweise bringen, die Beatniks beispielsweise oder dann die Hippies, wo man das auch im sozusagen Namen schon hört, dass da Anleihen gemacht werden. Aber ich möchte es dabei erstmal belassen. Auch das, und das illustriert auch ein bisschen die Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe, auch das, was heute gemeint ist, wenn man über Hipster spricht, war ursprünglich ein amerikanisches Phänomen, und zwar der Jahrtausendwende, und zwar spezifisch in den amerikanischen Metropolen der Ost- und der Westküste und vielleicht noch ein, zwei anderen Städten. Also die klassischen Beispiele sind immer New York gewesen und da speziell Williamsburg, San Francisco, Chicago und in Kanada Toronto noch. Als die Zeitschrift, die New Yorker Zeitschrift N Plus One, 2010 das Buch What Was the Hipster veröffentlichte, das ist das Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe, besann sie das Ende eines Sozialtypus, der sich am Ende doch beharrlicher gehalten hat als gedacht und der sowohl als Phänomen als auch als Projektionsfläche irgendwann über den Atlantik geschwappt ist. Zunächst meinte der Hipster vor allem eine Modeerscheinung, bezog sich hauptsächlich darauf, wie Leute aussahen. Neben dem Song von Kraftklub erwähnten Accessoires, also Jutebeutel, Undercut-Retro-Brille, sind so Merkmale, die man also A immer wieder nennt und B natürlich auch sieht. Röhrenjeans, College-Shirts, gerne von obskuren Mini-Colleges aus den Südstaaten, Converse-Sneakers, feingebrannte Hemden, Tätowierungen, Flanell- und Holzfällerhemden und natürlich alles Secondhand. Manchmal tritt der Hipster, und das sieht man vor allem, wenn man sich so Zeitschriften wie die Vice anschaut, auch als so eine Version des modernen Dandys auf, das heißt mit Anzug, Weste und Krawatte. Was das Alter betrifft, ist er irgendwo in der Grauzone zwischen 16 und Mitte 30 angesiedelt. Er ist meistens weiß, zumindest in Europa. In Amerika gibt es inzwischen für schwarze Hipster das nicht sehr einfallsreiche Wort Blipster. Und genau, er ist meistens männlich, wenn auch, und das wäre eigentlich auch ein eigenes Thema für einen Vortrag, im Vergleich zu traditionellen Geschlechterbildern feminineren Form. Es gibt so ein paar Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, was denn eigentlich mit weiblichen Hipstern ist. Und natürlich gibt es das irgendwie auch. Man denkt so ein bisschen an Lolita-Looks und an so ein, und an das, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber im Englischen heißt das Bangs, also so ein Schnitt. So ein, wenn man sich so eine Serie wie entweder New Girl oder Girls anguckt, da wird das relativ gut dargestellt. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema für einen eigenen Vortrag und da drücke ich mich ein bisschen drumherum. Es bleibt allerdings nicht bei einer bloß ästhetischen Angelegenheit. Und dieser Band von N Plus One, den ich erwähnt habe, der hat das sozusagen einerseits auch schon thematisiert, andererseits hat das auch repräsentiert. Denn der Hipster ist vor allem Ziel des Spotts und des Ressentiments. Für alle von euch, auch wenn ich nicht weiß, wie viele das noch sind, die unzähligen Witze im Internet, Websites wie Look at this fucking Hipster oder Türschilder, die man vor allem in Berlin sehen kann, wo drauf steht, Hipster müssen draußen bleiben, nicht kennen, will ich das verdeutlichen an einem Beispiel aus dem eben schon erwähnten und von Kraftklub so verschmähten Berlin. Dort gibt es ein Magazin, das sich auch natürlich ironisch den Namen Spießer gegeben hat und in dem Folgendes zu lesen war. Das ist sozusagen ein offener Brief einer Autorin, die sich La Juli nennt. Und da heißt es, lieber Berliner Szenehipster, jeden Morgen sehe ich dich im Café sitzen, wie du deinen Latte Macchiato trinkend sehr geschäftig auf das Display deines MacBook Pro schaust. Schon klar, digitale Bohem und so. Doch wieso dieses dicke schwarze Kassengestell auf deiner Nase? Ach so, das macht dich individueller. Und du nimmst dich ja selbst nicht so ernst, sagst du. Alles just for fun. Der Autorin missfällt darüber hinaus die, Zitat, bisweilen arrogante Miene des Hipsters. Wieder Zitat, du bist gelangweilt und angewidert von diesem Mainstream-Menschen. Keiner ist schließlich so individuell wie du. Und schon gar keiner hat diesen geilen Mode- und Musikgeschmack wie du. Und als ob das nicht alles schon schlimm genug wäre, ist der Hipster in den Augen der Autorin am Ende auch noch ein Schmarotzer. Arbeiten,
nebensächlich. Du bist Hipster, du kannst dir das leisten. Mami und Papi zahlen sicherlich. So viel zu diesem Auszug aus dem Spießer-Magazin. Die Liste an Sachen, die dem Hipster zur Last gelegt werden, ließe sich auch noch fortführen. Eine jüngere Entwicklung, und auch das erwähne ich nur am Rande, ist, dass es sozusagen eine Überlagerung gibt von dem Hipster-Diskurs mit dem Anti-Gentrifizierungsdiskurs. Also, dass man sagt, die Hipster zusammen mit Schwaben, Touristen und anderen zugezogen machen unsere Kieze kaputt. Jetzt kommt noch mal ein Zitat. Da, wo Dealer waren, sind jetzt Hipster mit gewaschenen Haaren. Das rappt die Band Protokumpel aus dem Berliner Wedding. Ein Aspekt aus diesem kleinen Streifzug durch das Ressentiment gegen den Hipster halte ich für besonders auffällig. Sowohl die Autorin aus dem Spießer als auch die Jungs vom Kraftklub nehmen dem Hipster vor allem eines übel, dass er etwas Besonderes sein möchte. Keiner ist so individuell wie du, heißt es bei La Juli, und Kraftklub spötteln die Kleidung des Hipsters unterstreiche seinen Charakter. Und überhaupt taucht immer wieder auf, dass der Hipster seine Individualität, die als irgendwie oberflächlich und unauthentisch abgewertet wird, vor allem durch seinen Geschmack herausstellt und vor allem in Fragen der Musik und der Mode. Und dass er darüber hinaus diesen Geschmack zur absoluten Wahrheit überhöht. Dietrich Dietrichsen hat es mal so beschrieben, als dass er gesagt hat, beim Hipster handelt es sich um einen existenziellen Besserwisser. Das heißt, es ist jemand, der im Besitz eines sozusagen kulturindustriellen Geheimwissens ist, der immer weiß, was die coolste Band ist, der immer weiß, was das nächste geile Modelabel ist und der die underground-ischste Underground-Party auf dem Schirm hat. Wir haben es also mit einer merkwürdigen Konstellation zu tun. Hipster ist keine Eigenbezeichnung, sondern eine Fremdzuschreibung, mit der man sich absetzt und distanziert. Es ist also in allererster Linie ein Distinktionsbegriff, mit dem ein Unterschied festgeschrieben werden soll. Der Inhalt dieser Zuschreibung ist aber gerade, dass jemand anderes sich unterscheiden und etwas Besonderes sein möchte. Beide, also das Ressentiment und das, was man damit meint, scheinen also auf eine Situation zu reagieren, in der Unterschiede verloren gehen und Differenzen verschwimmen. Denn Distinktionsbedürfnis kann es nur da geben oder ist nur da notwendig, wo man ahnt oder fürchtet, dass alle gleich werden, denn sonst müsste man sich nicht absetzen von den anderen und wäre sich seiner Individualität sicher. Was ich im Folgenden etwas erhellen möchte, ist, dass sowohl der Hipster als auch seine Feinde ein Reflex auf und ein Symptom von einer gesellschaftlichen Entdifferenzierung sind. Und mit Entdifferenzierung meine ich, wie gerade schon angedeutet, das vormals existierende, in die Gesellschaft eingezogene Grenzen und Differenzen verschwimmen, aufweichen oder verschwinden. Also beispielsweise die Aufweichung oder Auflösung dessen, was man so Klassengrenzen nennen könnte, eine Verallgemeinerung von ökonomischer Prekarität, das Ineinandergehen von traditionellen Geschlechterdifferenzen und das schließt an das an, was Norman gesagt hat, und die Aufhebung vormaliger Trennen im Bereich der Kultur, also zwischen E und U, zwischen Subkultur und Mainstream. Und das Ressentiment bzw. der Spott heftet sich genau daran, dass der Hipster, wie unbewusst und hilflos auch immer, auf diese Entdifferenzierung reagiert, indem man die verschwindenden Unterschiede wiederherstellt, und zwar auf der Ebene von Geschmack, Mode und Habitus, also sozusagen das ganze Ensemble des Auftretens. Im 18. Brumaire des Louis Bonaparte schreibt Karl Marx 1852 folgende Worte. In Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche beschwören die Menschen, so heißt es, ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neuen Weltgeschichtsszenen aufzuführen. Zitat Ende. Auch wenn Marx hier natürlich eigentlich was anderes meint, nämlich eine geschichtsphilosophische These aufstellt über politische Bewegungen,
beschreibt es ziemlich genau, nicht nur den Stil des Hipsters, sondern auf einer höheren Ebene auch ein kulturindustrielles Phänomen. Und dieses Phänomen lässt sich am besten beschreiben mit einem Begriff und einem gleichnamigen Buch von Simon Reynolds, das Retromania heißt. Das heißt, den steten und ständigen Bezug auf die Vergangenheit in Mode und Musik. Alles am Hipster verweist in die Vergangenheit. Man denke an die Brillen und die T-Shirts, die oft so im Stile der 80er und 90er Jahre sind, den zotteligen Biedermeier-Stil bestimmter Pullover, von denen unsere Eltern, glaube ich, wegkommen wollten noch. Die losen Anleihen bei, wie ich schon gesagt habe, bei so einem Bohem-Stil der 20er Jahre. Oder die sportiven Baseballjacken, mit denen sich Kraftklub so gerne zeigt. Da ist interessant, dass wenn man sich so Coming-of-Age-Filme anschaut von John Hughes oder so aus den 80ern, dass diese Jacken, dieser Stil wird immer von den allerunsympathischsten Leuten getragen. Und von den Sportlern, von den sogenannten Jocks, die wie Nerds und die Außenseiter die ganze Zeit fertig machen. Und ein anderes Beispiel wäre, das ist jetzt auch schon eine Weile her, das App, die Fotokamera Hipstamatic, also die hieß natürlich auch genauso, mit der man so Fotos im Polaroid-Stil und in so Sepia-Tönen machen konnte. Heute ist es, glaube ich, in Instagram aufgegangen. Mit dem Rückgriff auf diese Zeiten borgt sich der Hipster nicht nur Kostüme, sondern gleichzeitig das, was früher einmal Klassenzugehörigkeit genannt wurde. Trackermützen beispielsweise weisen schon alleine dem Namen nach eher auf die gesellschaftliche Zone unterhalb der Mittelklasse hin. Die modischen Feinripp-Unterhemden, die man bei American Apparel kaufen kann, hießen in Amerika noch bis vor wenigen Jahren Wife-Beater, also jemand, der seine Frau schlägt. Und sozusagen, das spricht für die Assoziation, die man damit hatte. Man dachte nämlich an Hillbillies und an Trailerparks und an Südstaaten-Rednecks. Nicht an Berliner Szene-Cafés oder Techno-Draußen-Partys. Dasselbe gilt für Tattoos. Auch das vergisst man gerne, dass Tattoos vor 20 Jahren noch automatisch die Assoziation Knast hervorgerufen hätten und man heute in keine Bundesliga-Mannschaft mehr reinkommt, wenn man kein Tattoo hat. Übergroße Gürtelschnallen weisen auch auf diesen Country-Südstaaten-Style hin. Und Flanell- und Holzfällerhemden waren ursprünglich ganz normale Arbeitskleidung für Leute, die in so einem Bereich gearbeitet haben. Diese Anleihen, das funktioniert auch dann, wenn der Hipster sich eher nach oben orientiert. Also nämlich dann, wenn er eben als so eine verkappte Dandy oder popkultureller Connoisseur auftritt mit Weste, Jackett und Anzug. Bei den Accessoires, also die, die nach oben verweisen, will ich einen Moment verweilen. Solche Embleme, solche Kleidungsstücke, Monokel, Stock, diese Sachen und alles, was zu diesem Style dazugehört, waren schon beim Bürgertum im 19. Jahrhundert, wo sie herkommen, eigentlich Verfallsprodukte und sozusagen Relikte einer politisch und historisch hinweggefegten Aristokratie. Diese Zeichen, diese Modeelemente hatten einmal einen gesellschaftlichen Grund, nämlich Muße und freie Zeit. Und genau in Muße und Freizeit wurzelt das, was man jetzt dem Hipster auch am meisten vorwirft, nämlich, dass er einen Geschmack hat, dass er geschmäcklerisch ist und dass er dieses Geheimwissen in verschiedenen Bereichen hat. Erst die Entlastung von Arbeit und Notwendigkeit führte überhaupt dazu, dass der Raum frei wurde, Geschmack zu haben. Geschmack haben heißt, sich in welchem Bereich auch immer so weit zu versenken und sich ihm so weit zu überlassen, dass ein qualifiziertes ästhetisches Urteil überhaupt abgegeben werden kann. Und heute sieht es natürlich vollkommen anders aus. Ein gehobenes Bürgertum gibt es immer weniger und vor allem bei jüngeren Leuten, also 30 plus minus 5, gibt es es eigentlich nur noch als Simulation. Wer sich so ein bisschen in der linken Szene rumtreibt, der wird das kennen. Da gibt es die oft eher akademisch
angehauchten Jungkritiker und Jungkritikerinnen, die irgendwann anfangen, in Abgrenzung zu einer tatsächlich oft ranzigen, unangenehmen linken Szene, fangen sie an, sich für Wein und das Essen zu interessieren, schenken sich gegenseitig Beethoven-Karten und versuchen emsig im Bildungskanon des Bürgertums nachzuholen, der einfach nicht mehr selbstverständlich ist. Der Grund, warum all diese Bemühungen, so angenehm die für sich genommen auch sind, ich habe gegen die nichts, warum diese Bemühungen zwangsläufig etwas Hilfloses und Lächerliches annehmen, liegt in der Tatsache, dass die gesellschaftliche Grundlage, auf der sich die Subjekte bewegen, eine vollkommen andere ist. Und dass ihr Stil, ihr Habitus mit dieser Grundlage nichts zu tun hat. Es gibt da keine Verbindung mehr, so wie das historisch mal gewesen ist. Mit Trackern und Holzfällern haben die Studenten ebenso wenig etwas zu tun wie mit dem Bildungsbürgertum oder den historischen Dandys. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat in die feinen Unterschiede Geschmack und Habitus analysiert als ein Produkt der Klasse des Bürgertums, bei dem es, also bei Geschmack und Habitus, wobei es um Abgrenzungen zum Proletariat ging, also zum Herstellen von Klassengrenzen und umgekehrt. Kurz ein Zitat: Der Geschmack ist die Grundlage all dessen, was man hat, Personen und Sachen. Und er ist auch die Grundlage dessen, was man für andere ist, dessen, womit man sich selbst einordnet und von den anderen eingeordnet wird. Der Unterschied zu heute ist aber, dass der Geschmack und der Habitus nicht mehr alles das sind, was man hat, sondern alles, was einem geblieben ist. Fragt man, welcher gesellschaftlichen Praxis und welchem Produktionsbereich der Hipster tatsächlich zugeordnet werden kann, dann fallen tatsächlich Kulturbetrieb und die sogenannte Kreativwirtschaft ins Auge. In diesem Punkt hat Kraftklub also durchaus recht. Für diesen Bereich und vor allem für seine neueren Formen der Arbeitsorganisation haben Holm Friebe und der schreckliche Spiegelautor Sascha Lobo den Begriff der digitalen Bohème geprägt. Der kam auch vorhin schon vor in dem Zitat, und zwar in einem Buch von 2006, wir nennen es Arbeit. Und das Phänomen haben sie nicht etwa, sie haben es nicht mal besonders gut analysiert und sie haben es schon gar nicht kritisiert, sondern gelobt. Was damit gemeint war, war eine Arbeitsweise, wo man statt im Büro im Café arbeitet, wo es um Leute geht, die irgendwas mit Mode, Medien, Literatur, Musik machen und ein im weitesten Sinne flexibles Leben geführt wird. Da ist natürlich was dran. Man kennt diese Phänomene. Und dadurch, dass das so ist, ist den Hipstern und den Leuten, die man in dieser Kreativwirtschaft antrifft, so etwas wie eine Aura der Muße, der Kreativität und der Selbstbestimmtheit und aber auch sozusagen des Unproduktivseins eigen. Und genau da setzt der Vorwurf der Oberflächlichkeit, den man so oft in der Diskussion antrifft, setzt er an. Man sagt dann, der Hipster redet nicht über Musik, Hipster redet nur über Musik, macht aber keine. Er redet nur über Kunst, ist aber selber kein Künstler. Er ist nur Grafikdesigner und setzt lediglich die Wünsche seiner Kunden um, macht aber selber keine anspruchsvolle Medienkunst. In diesem Fall braucht es nicht sehr viel, um darin hauptsächlich Neid zu entdecken. Neid auf die vermeintliche Freiheit eines Arbeitsplatzes ohne Chefterror, Neid auf vermeintliche Kontrolle über Arbeitszeiten und Neid auf die Illusion, wie es so schön heißt, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Dabei vergessen diese Leute aber, dass es bei dieser Praxis, die da von Holm Friebe und von Sascha Lobo beschrieben und gelobt wird, eigentlich um eine Not handelt, aus der einfach eine Tugend gemacht wurde. Die Kreativwirtschaft und der Kulturbetrieb sind notorisch prekär. Man verliert Jobs und Ruhm so schnell, wie man sie bekommen hat, und das Leben als Freiberufler ist in den meisten Fällen ein Hangeln von Auftrag zu Auftrag. Im Café arbeitet man, weil man sich kein Büro leisten kann und weil die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit überhaupt ziemlich unpopulär geworden ist. Und Second-Hand-Klamotten, wenn man das weiterdenkt, kauft man deswegen, weil die Originale von Fred Perry zu teuer sind. Steigende Mieten und teils horrende Studiengebühren tun natürlich ihr Übriges. All das
wird im Hipster und in der Diskussion über den Hipster unsichtbar. Und der Spott gegen die Hipster, egal ob bei Kraftklub oder anderswo, wird zur Verdrängung der Tatsache, dass man es selbst meist nicht besser hat oder es bald nicht mehr besser haben könnte. Waren Flaneur und Dandy noch der zum Sozialtypus, also sozusagen zu einem stehenden Bild, zu so einem charaktergeronnenen Protest gegen Produktivität, sind die Hipster und ihre Kritiker des 21. Jahrhunderts einsame Konkurrenten um die letzten Anteile an einer sich verflüchtigenden Arbeitswelt. Die Bohème, das habe ich schon gesagt, beruhte auf der durch Wohlstand frei gewordenen Zeit für sich und für andere und stellte durch ihren offensiv zur Schau gestellten Müßiggang eigentlich sowas wie eine Selbstkritik der Bourgeoisie dar. Die digitale Bohème wiederum war von Anfang an ein mehr oder minder effektiv verkleidetes Krisenphänomen. Bei diesen Leuten, wie so vielen anderen in jedem Moment der gesellschaftliche Absturz droht, stellen sie sich in ihrer Formbarkeit und Anschmiegsamkeit ganz in den Dienst der Produktion. Nur darf es nicht so aussehen. Und wenn es noch einen Zweifel daran gab, dass der Begriff der Klasse zwar analytisch sinnvoll ist, man kann mit dem immer noch bestimmte Verhältnisse beschreiben, aber in der Lebenswelt der Subjekte keine Relevanz mehr hat, die darüber entscheidet, wie sich jemand als was sich jemand sieht, dann wäre der Hipster dafür ein Beleg. Denn in der Tendenz sind alle gleichermaßen prekär, egal ob sie die Wein-Edition der Zeit oder die Autobild abonniert haben, egal ob sie die Worte Pecorino und Pino Grigio kennen und egal ob sie John Cage, Kraftklub oder Gunter Gabriel hören. Allenfalls, und darauf komme ich am Ende dann nochmal, dient das Spezialwissen der Kulturindustrie, was man sich dann eben so aneignet, egal ob es da um Serien, Filme, Musik oder Mode geht, allenfalls dient das noch einem Kultur- und Universitätsbetrieb, das darf man nicht vergessen, in denen das zielsichere Navigieren in den Wirren der Popkultur eine Tugend, eine Sekundärtugend darstellt und deswegen auch noch einige Pfründe abwirft. Aber Geschmack ist heute hauptsächlich eines der letzten Durchsetzungsmittel in der Konkurrenz und in Distinktionsgebaren ohne gesellschaftlichen Grund. Wenn ich vom Hipster spreche und vom Hipster als Sozialtypus, dann haben wir es erstmal mit einer Abstraktion zu tun. In diesem Fall mit einer Abstraktion aus Versatzstücken der Wirklichkeit, mit Fragmenten der Kultur, die sich mal in der einen, mal in der anderen Weise am Subjekt verdichten und die notwendig dazu beitragen, dass es, auch wenn man sehr viele Beispiele bringen kann, es immer ein bisschen schwer zu fassen ist, was man da meint. Es gibt dieses eine Beispiel von dem amerikanischen Richter, der zur Pornografie gesagt hat, ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber ich weiß es, wenn ich es sehe. So ähnlich ist es beim Hipster auch. Als Phantom, ein Phantom ist der Hipster nicht nur, weil er sich eben, wie ich das gerade beschrieben habe, nicht so richtig dingfest machen lässt, sondern weil er in dieser Kritik und im Ressentiment gegen den Hipster immer auch als solches beschrieben wird, also als etwas Flüchtiges, als etwas, was über alles was aufreizt und dann eben zu Missgunst, Spott und Ressentiment antreibt. Diese Häme ähnelt sehr der Kritik am Adel zu Zeiten, als das Bürgertum eine historische und politische Kraft war. Auch damals wie heute hat man Dünkelhaftigkeit, Hochmäßigkeit und Unproduktivität vorgeworfen und alles in allem eine falsche, weil oberflächliche Individualität. Und wenn man ganz kurz den Ausflug in diesen Stadtdiskurs machen, auch damals waren Adel und Bohem quasi synonym mit Urbanität, synonym mit einer bestimmten Erfahrung der Stadt. Und das wiederholt sich sozusagen heute, allerdings eben unter verkehrten Vorzeichen, nämlich dann, wenn die Hipster als die Fremdkörper im heimeligen Kiez wahrgenommen werden und eben an den Wänden nicht nur Yuppies und Touristen, verpisst euch, steht, sondern auch Hipster fuck off. Der Hipster ist ein Krisenphänomen. Er reagiert auf der einzigen Ebene, die ihm noch bleibt, nämlich der symbolischen. Als Spottobjekt, dem man vorwirft, ganz besonders individuell zu sein,
führte aber eigentlich vor Augen, dass Individualität immer schwerer wird oder ganz verfällt. Und damit haben sich viele schlicht und einfach abgefunden. Das bedeutet dann aber auch, dass niemand ausscheren darf. Wer sich über das Bedürfnis nach Individualität bei anderen echauffiert, der möchte, dass alle gleich sind, und zwar gleich in ihrer Langweiligkeit. Der Hass auf den Hipster scheint dabei der Ahnung zu entspringen, dass eigentlich niemand mehr jemand ist. Und dass deswegen das Distinktionsgebaren des Hipsters umso mehr ärgert. Aus dem Spott über die Oberflächlichkeit und Ironie spricht die Sehnsucht nach Authentizität und gleichzeitig die Ahnung, dass dies nicht mehr möglich ist. Man wünscht sich so eine Authentizität und so eine Eigentlichkeit und Echtheit, wenn man dem Hipster vorwirft, beispielsweise, dass er quasi in keiner Subkultur, keiner Subkultur richtig gehört. Er sieht irgendwie nur alternativ aus, ist es aber nicht. Er sieht so ein bisschen punkig aus, ist es aber nicht. Und dabei wäre eigentlich zu fragen, und auch das hat Norman schon gesagt, ob es sowas wie die Subkulturen eigentlich noch gibt und ob nicht Punk und Hardcore beispielsweise so weit integriert sind, dass die Embleme und die Sachen, die damit verbunden waren, im Grunde, die gibt es natürlich noch, aber die haben quasi ihre Verbindlichkeit verloren. Und so ähnlich, glaube ich, funktioniert das auch bei der Band Kraftklub, auf die ich jetzt nochmal zu sprechen kommen möchte. Dem oberflächlichen, hippen Berlin stellen sie das raue, authentische Chemnitz gegenüber, dem sie im Zuge dessen auch seinen urigen Namen Karl-Marx-Stadt wiedergeben, wo noch etwas möglich ist und wo noch echte Musik gemacht wird. Bei diesem Feature Durch die Nacht mit, was auf Arte kommt, gibt es eins mit Kraftklub und KIZ. Und da führen sie KIZ durch abgeranzte Fabrikhallen, als wäre die Tatsache, dass irgendwas kaputt und heruntergekommen ist, schon der Beweis von Echtheit. Und nebenbei gesagt, waren das genau die Attribute, nämlich hier kann man total viel machen, hier ist es nicht so teuer, hier ist es ursprünglich und alles ist ein bisschen kaputt und dadurch sehr original. Das sind genau die Attribute, wegen denen Leute vor, sagen wir mal, 10 Jahren mal nach Berlin gegangen sind. Und Leute, die aus Städten kommen, die noch viel polierter sind als Berlin, das jetzt schon ist, gehen immer noch aus diesen Gründen nach Berlin. Wenn man heute in New York ist und sagt, wo man herkommt, und dann weiß meistens niemand die Stadt, und dann sagt man, es ist irgendwie in der Nähe von Berlin, dann sagen alle, oder relativ viele sagen, das ist toll, da möchte ich mal hin, das ist wie New York vor 10 Jahren. Der Hipster, den Kraftklub in Ich will nicht nach Berlin besingen, ist nicht mehr als eine billige Projektionsfläche, die aus der eigenen Not in einer Stadt zu leben, die auch die letzte Reste von Kultur noch verdrängt, wie das Atomino, die aus dieser Not nicht nur eine Tugend machen, sondern handfesten Lokalpatriotismus. Inzwischen, das ist jetzt alles ein Ergebnis der letzten Woche, scheinen sich allerdings auch die Band bzw. ihr Sänger scheinen sich da Zweifel zu regen an der vormals gelobten kulturellen Spielwiese Chemnitz. In einem Interview hat er den völlig nachvollziehbaren Gedanken geäußert, er weiß nicht, ob er eine Zukunft in Chemnitz hat und er möchte ja mit 24 nicht in einer toten Stadt leben. Und bei dieser Gelegenheit wurde auch ganz schnell klar, wenn es nicht vorher schon klar wurde, welche kulturindustrielle Funktion Kraftklub quasi erfüllen. Das wäre ein Verlust für die Stadt, meinte eine Professorin für Marketing von der TU Chemnitz. Das hätte Folgen für das Image der Stadt, kommentiert ein PR-Stratege. Mit anderen Worten, Kraftklub sind eben nicht anders als die anderen Jungs. Ich wusste übrigens nicht, dass das aus... Ist das aus dem Kraftklub-Song? Ja. Kraftklubs sind eben nicht anders als die anderen Jungs, weder in Bezug auf die Stadt, die sich sehr über die Vermarktungsmöglichkeit freut, noch in Bezug auf die Hipster, über die sie spotten. So wie man den Hipstern zum Beispiel immer wieder vorwirft, alles nur ironisch zu meinen, singen nämlich auch Kraftklub-Zeilen wie "Ich komme aus Karl-Marx-Stadt, bin ein Verlierer-Baby, Original-Ostler". Und das Interessante ist, dass für diese Ironie dieser freie Pressebeitrag völlig unempfänglich war und die rhetorische Frage gestellt hat, ob Chemnitz damit nicht eher verunglimpft wird und ob damit nicht Stereotype, mit denen Chemnitz wie keine andere Stadt im Osten zu kämpfen hat, eigentlich nicht wiederhergestellt werden. Vor dem Hintergrund war die Professorin für Marketing total schlau. Die hat nämlich gesagt, und es stimmt, die Leute verstehen das schon und die weiß, dass Koketterie und Underdog-Image sich am Ende immer vermarkten lassen. Ich
komme jetzt langsam zum Schluss und komme noch einmal auf den Hipster und seinen Kritiker zu sprechen. Sowohl das, was man meint, wenn man über den Hipster spricht, als auch diejenigen, die da sprechen, beide kompensieren etwas. Man neidet dem Hipster, wie er auf die sich tatsächlich vollziehende gesellschaftliche Enddifferenzierung reagiert. Also die Angleichung von ökonomischen Verhältnissen, das Auflösen von bestimmten Geschlechterdifferenzen und das Auflösen bestimmter Trennungen im Bereich der Kultur. Man neidet ihm und man missgönnt und man ärgert sich an der Geste des Besserwissens, des Besseraussehens und überhaupt des Besserseins. Anders gesagt, sogar der hilflose Versuch der Rettung eines Bildes von Individualität ist diesen Kritikern des Hipsters schon zu viel. Denn Distinktion, sich unterscheiden von anderen, das war ein ganz zentraler Bestandteil der Idee des Individuums, die ihre Wurzeln im Bürgertum hat. Und eigentlich ist das gar nicht so unsympathisch. Allerdings, ohne Zweifel, ist diese historische Subjektform, also etwas Besonderes zu sein, etwas Individuelles zu sein, heute ein wesentlicher Mechanismus zeitgenössischer kapitalistischer Vergesellschaftung, wie sie vielleicht am treffendsten der Begriff der Selbstvermarktung zum Ausdruck bringt. Insofern handelt es sich beim Habitus des Hipsters auch bis zu einem gewissen Punkt um eine gesellschaftliche Notwendigkeit. In seinen Mühen, das Neue immer wieder zu entdecken, die Sekundärtugenden der Vernetzung, flexible Kommunikation, flexible Arbeitszeiten, der souveräne Umgang mit dem Internet, kurzum all jene Fähigkeiten, die Holm Friebe und Sascha Lobo in Wir nennen es Arbeit ein ganz anbiederndes Buch widmen, all das kann möglicherweise eine politökonomische Rolle spielen. Denn es ist eben kein Zufall, dass diejenigen, die als Hipster gesehen werden, meistens im Kultur- oder dem Wissenschaftsbetrieb angehören, denn da geht es genau um diese Sekundärtugenden. Im richtigen Moment die angesagtesten amerikanischen Filme zu schauen, könnte, überspitzt gesagt, das Ticket in den nächsten Master-Studiengang der Cultural Studies sein und das Geheimwissen über die heißeste Band, die noch niemand kennt, macht sich vielleicht recht gut in der Bewerbung als A&R-Manager eines Universal-Sublabels. Im Vergleich zum Ressentiment gegen diese hilflosen Versuche, etwas Besonderes zu sein, und auch im Vergleich zum auftrumpfenden Eigentlichkeitspop von Kraftklub ist der Hipster fast schon wieder harmlos. Seine kulturindustrielle Wendigkeit und Hibbeligkeit, seine ständige Suche nach dem, was in und cool ist, und die Geste des Geschmäcklertums ohne Substanz können ohne Zweifel anstrengend sein. Gegenüber seinen monierten Kritikern aber, denen die Abweichung von der konformistischen Nestwärme unerträglich ist und die sich dem Hipster zum Phantasma ihrer eigenen Langweiligkeit stilisieren, gegen dieses Ressentiment, und das könnte man vielleicht diskutieren, wäre die Restindividualität des Hipsters eigentlich zu verteidigen.